Was ist das für ein Spiel? Gibt es diesen Mercedes in GTA Online? Ist das PS4 mit echt? Was? Du willst mir also jetzt erzählen, dass es immer noch Leute gibt? Wir haben 2022. Excuse me? Wir haben 2022. Die nicht wissen, wie man ordentlich GTA-P spielt. Digga. Aber gut, ihr habt Glück, denn ich bin am Start und ich erkläre euch das ganz easy. Ich bin ja auf jedem 5M-Server gefühlt gebannt. Ganz ehrlich, ich will doch gebannt bleiben. Die sind eh alle scheiße. Stecken mir das ganze Geld in die Tasche und gehen meinen Scheiß auf den Server. Wo ist es nicht der Fall? In Grand RP. Schaut mal nur jetzt als Beispiel. Wie viele Leute sind gerade online? 1500? 1000? 2000? Ach, hier steht's doch, Digga. 8500 insgesamt online. Digga. Und ratet mal, wie viel Leck ihr auf diesem Server habt. So, ich erkläre euch jetzt heute, wie man Grand RP spielt, beziehungsweise was Grand RP alles zum Anbieten hat und wie ihr hoffentlich Spaß haben werdet. Erstmal drückt ihr auf den ersten Link in der Beschreibung und registriert euch. Drückt hier auf Registrieren. Ihr erstellt euch einen Account und ihr braucht natürlich ein lizenziertes GTA 5. Nicht so wie ich hab's gecrackt. Auf jeden Fall, ihr braucht ein lizenziertes GTA, ist nicht teuer, kostet ein paar Euro, es gibt so viele Keys. Ihr kauft euch das und dann erstellt ihr euch einen Account, ganz wichtig, ihr wählt natürlich einen deutschen Server aus. Ihr erstellt euch einen Account, nachdem ihr das getan habt, installiert ihr den Launcher. Zack. Und gleichzeitig ladet ihr Rage MP runter, weil ohne Rage MP kein GTA Roleplay. Drückt ihr drauf, ganz easy peasy. Digga, sogar meine Oma kann das runterladen, ich bitte euch. Hier, zack, zack. Next, dann drückt ihr auf Installieren und ladet es runter. Ich mache es jetzt nicht, weil ich habe es jetzt natürlich schon. Dann gibt es jetzt hier 4 verschiedene Server zur Auswahl. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, wo ihr spielt. Ich spiele auf Server 1 und 3. Dann, meine lieben Damen und Herren. Das Geile ist sogar, ihr könnt hier auswählen, wenn ihr in einer Organisation seid, wie dem PD, wo ich gerade bin, spawnt ihr hier beim PD, da wo ihr euch zuletzt ausgeloggt habt, oder in dem Hotel, wo ihr dann spawnt. Normalerweise, wenn ihr das erste Mal auf Grand RP spielt, da gehe ich jetzt auch mal hin. Oh mein Gott, Digga. Wie laufe ich denn, Digga? Wenn ihr auf Grand RP das erste Mal spielt, wird das auch wahrscheinlich so bei euch aufsehen. Da gehen wir zum Lobbyausgang. Ich ziehe mal meine Maske aus, damit ihr mein schönes Gesicht seht. Ihr könnt euch dann bei der Dame hier einen Roller mieten, aber da wir schon... als Maul. Aber da wir schon... Okay, der nächste Parkplatz ist ein bisschen weiter weg. Wisst ihr, was einer der geilsten Features auf Grand RP ist? Das muss ich jetzt schon einfach erwähnen. Schaut euch mal vor. Ihr seid jetzt hier. Und sagen wir mal, ihr wollt... Nein, okay, bin ich ehrlich. Eigentlich will ich nur hier hin, aber ich bin zu faul, um dahin zu laufen. Wir wollen hier hin. Was mache ich? Digga, warum stehe ich so? Wir rufen ein Taxi. Und jetzt guckt mal, wie schnell der ankommt. So. Eine Sekunde! Jamal! Jamal! Jetzt trinken wir einen Kaffee und guck mal, wie lange er braucht. 12 Sekunden später. Servus! Ja, zum Parkplatz gerne. Wie heißen Sie denn? Jamal, habe ich recht? Genau, aber weißt du das denn? Ja, stand auf der App. Sehr nette Leute. Und habt ihr gesehen, wie schnell das ging? Hier ist der Finn. Ich hole mir jetzt den Parkplatz erstmal. So, da ist auch schon meine Kiste. Und jetzt haben wir hier unseren Bugatti, der nicht von PlayStation 4 oder GTA Online ist. Den kriegt ihr da nicht, Digga. So welche Autos könnt ihr nur auf Grand RP fahren? Oder guckt euch diesen pinken AMG an. Der spricht vielleicht der ein oder andere feminine Person an. Jetzt werden wieder die Leute sagen, wow, wir haben 2022. Warum sagst du jetzt nur feminine Person? Fahren, pinker. Hab ich's nicht, okay? Meine Fresse, man kann auch nichts mehr sagen heutzutage. Also, wenn ihr auf die M-Taste drückt, auf meinen Job geht, seht ihr hier, wie viele verschissene Jobs es hier gibt. Holy shit. Also hier gibt's wirklich alles. Ihr könnt hier die unterschiedlichsten Jobs machen, weil ihr wollt natürlich Para verdienen, damit ihr auch so eine Kiste fahren könnt. So, ich zeige euch mal jetzt nur als Beispiel mal so ein bisschen meinen Job. Ich arbeite beim PD, weil ich sag euch ehrlich, es macht ziemlich viel Spaß. Wenn ihr euch auch interessiert für PD, Medic, ist egal, könnt ihr alles hier machen. Alle sind willkommen. Deswegen gehen wir jetzt zum PD und ich zeige euch mal ein bisschen die Kollegen, ein bisschen wie alles hier ist. Das sollte nicht dazu gehören. Aber auf jeden Fall, ja. So. Warum renne ich so, Digga? So, jetzt sehe ich aus wie ein Polizist. Denn wenn ihr beim PD seid, müsst ihr euch umziehen, damit ihr im Dienst seid. Ansonsten könnt ihr nicht euren Job ausführen. Das gilt auch bei den ganzen anderen Jobs. Also ihr müsst immer in Arbeitsuniform sein. Ist ja aber auch selbstverständlich. Ich will euch mal ein cooles Feature zeigen. Und zwar könnt ihr hier... Warten Sie mal. Was haben Sie gerade an meinem Auto gemacht? Was haben Sie an meinem Auto gemacht? Schaut euch mal das Cop-System an. Ich zeige euch mal, zum Beispiel könnt ihr ein Polizeiband nehmen. Gibt es verschiedene Farben. Zack, zack,
Wow. Und da kann man jetzt nicht durchfahren. So, könnt auch Barrikade errichten. Der Herr, ich möchte etwas demonstrieren. Wollen Sie mir vielleicht dabei helfen? Können Sie mal da drüber fahren? So macht's doch Spaß. Auf jeden Fall sollten wir uns erstmal bewaffnen. Das mache ich ganz kurz. So, jetzt habe ich doch meine Waffen. Keine Sorge, der ist nicht verschwunden. Der ist zur... Hier sind die ganzen Autos. Und wir nehmen uns jetzt einfach mein Auto. Ich zeige euch mal jetzt, wie das Ganze hier ablaufen kann, wenn ihr arbeiten wollt in Grand Theft Auto. Beziehungsweise der Job spezifisch jetzt als Polizist. Oh, ganz vergessen. Ab dieser Brücke hier ist eine gesetzeslose Zone da hinten. Das heißt, da herrschen die Gangs und so. Und da werden die Cops abgeknallt wie keine Ahnung was. Und ganz wichtig, vergesst euch nie anzuschnallen. Denn sonst fliegt ihr auch so raus. Oh, da hinten, da sind die Gesetzesbrecher. Dort. Die sind wohl geflüchtet. Wie ihr schon gesehen habt, gibt es auf dem Server viele, viele verschiedene Familien. Ich bin derzeit im PD, allerdings werde ich selber auch meine eigene Fraktion bzw. meine eigene Familie gründen auf dem Server. Und jetzt hört zu, ihr könnt 500 Euro gewinnen. Vom 28. bis zum 6. nächsten Monat habt ihr die Chance, 500 Euro zu gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ganz einfach, im nächsten Video, also deswegen aktiviert die Glocke, im nächsten Grand Theft Auto Video werde ich meine eigene Familie aufmachen. Ich muss euch eine wichtige Mitteilung jetzt sagen. Ich war letztens alleine da, wo ihr noch nicht da wart. Und da gab es auf jeden Fall Probleme mit Frauen, mit der Frauengang. Und ich sag euch ehrlich, diese Schläge wollen mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Es war einfach dramatisch. Deswegen würde ich sagen, greift zu den Waffen. Tamam, tamam, wir machen die kaputt. Wir machen die kaputt, Digga. Oder wir fressen. Die werden sich an uns erinnern. Die werden uns niemals vergessen. So, ich Jungs, Digga. Alle in den Bus raus, Jella. Okay, let's go. Ey, Jungs, da hinten ist die, glaube ich. Ah, die tanzt, die tanzt. Hey, erinnerst du dich noch an mich hier? Ich hab dir gesagt, ich komme mit meiner Familie. Ich bin jetzt hier mit meiner Familie. Jungs, gib der Kharami. Ich glaub, hey. Okay, Jungs. Rückzug. Rückzug, Jungs. Viele. Das sind zu viele Sims, Bruder. Das ist Sims-Attacke. Waffen raus. Ey. Ja, baller, Bruder, baller. Auf jeden Fall könnt ihr 500 Euro gewinnen, indem ihr von dieser bestimmten Zeit, die ich euch genannt habe, die meiste Spielzeit in der Familie, beziehungsweise genau, die meiste Spielzeit habt. Genaueres werde ich noch mal im nächsten Video erklären. Ich wollte es euch jetzt nur noch schon mal sagen. Deswegen kommt schon mal über den ersten Link in der Beschreibung auf den Server. Dazu könnt ihr noch auf den Discord kommen. Da werde ich noch genau ankündigen, wann die Familie gegründet wird. Und ihr könnt da gerne mitmachen. Ihr spielt sowieso GTA-P, kleinen Suchtis. Ihr zockt den ganzen Tag GTA-P. Dann seid ihr noch in meiner Familie und dazu habt ihr noch die Chance, ja, 500 Euro zu gewinnen. Oh, shit.